In der historischen Altstadt von Lübeck hat ein Feuer am frühen Dienstagmorgen das Dach und mehrere Obergeschosse eines Wohnhauses in der Glockengießer Straße komplett zerstört. Durch die enge Bebauung gab es Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten, sagte Matthias Schäfer, Einsatzleiter der Lübecker Feuerwehr. Ja, es hat gebrannt hier in einem Mehrfamilienhaus, das zweite OG, das dritte OG und das Dachgeschoss. Die Löscharbeiten sind insofern schwierig, weil es halb Altstadtbestand ist und die trennenden Bauteile halb meistens nicht so ausgeführt sind wie bei modernen Gebäuden. Dort grundsätzlich die Farbe steht einer Brandausbreitung auf die Nachbargebäude. Wir haben zwei Drehleitern zur Riegelstellung vor, um die Gebäude rechts und links zu schützen. Und wir konnten das wirklich auf das Brandobjekt begrenzen. Über 70 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren stundenlang im Einsatz. Er dauerte am Morgen noch an. In der Nacht hatte es im zweiten Obergeschoss dieses Hauses schon einmal gebrannt. Gegen 23.46 Uhr löschte die Feuerwehr ein brennendes Sofa im zweiten Obergeschoss ab. Der Mieter kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Um 4.38 Uhr wurde dann erneut ein Feueralarm in dem Haus ausgelöst. Als die Feuerwehrleute eintrafen, brannte das zweite Obergeschoss bereits in voller Ausdehnung. Menschen wurden bei dem zweiten Brand nicht verletzt. Zwei Hausbewohnerinnen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, der Sachschaden aber dürfte erheblich sein. Noch am Brandort nahm die Polizei die Ermittlungen auf.